Und es geht wieder weiter. Ja. So. Am besten nicht treffen lassen. Ich glaube, ich werde schon one hit down. Einer tot. Denke ich mal. Ach komm, der hatte schon so viel weg tot. Puschel. Und einfach mal hier lang. So. Bin unterwegs. Und jetzt können wir gleich wieder zurück. Ja, hier ist eine Krabbe. Ne, Krabbe, was rede ich da? Das ist eine Kröte. Find weiß mit Kahn, ist dasselbe. So. Auch tot. Hier einfach durch. Einfach durch, bevor die dich irgendwie mit ihrer Harpune oder mit ihrer komischen Gabel tritt. Einfach hier links. Das ist Herbst, oder? Mhm, genau. Und nicht von diesen Vögeln treffen lassen. Sie sind so mordsmäßig, wenn die einen einmal... Ich bin mitten durch die Pflanze, ich glaube, es war auch ein Monster oder nicht, ne? Könnte sein, ja. Und durch die nicht treffen lassen. Ja, also sie mit ihren scheiß wirbelnden Klauen. Genau deswegen. Die ziehen Schweine viel ab. So, jetzt sollte eigentlich was passieren. Das kam von rechts. Genau das sollte auch passieren jetzt. Stirb bitte. Vögelein. Ach komm, geh drauf. Was machst du denn da? Oh, diese Kobolin ist so strohdumm. Das kenne ich von einem Hellerin-Gespiel mit Gimli, aber strohdumm und nervig. Keiner mochte ihn. Endlich daheim. Hallo Leute, Nanu. Die Stadt ist verlassen. Was ist hier geschehen? Oh nein. Ja, ich werde jetzt schon mal die Kobolde... Wobei, wie viel Mana haben wir? Ich denke, wir werden uns nicht aufteilen müssen, dann werde ich uns jetzt schon vorher heilen. Der Endgegner ist jetzt einen Raum weiter. Denn wir haben alle so einen Schnitt 100 weg, deswegen wäre es nicht so gut, wenn wir jetzt einfach so dahin gehen. Denn er könnte uns one-hitten, eventuell. Ich glaube, Rocky ist die Lösung des Problems, und zwar der Juwelenring. Ja, genau. Was? Das meinte ich. Ich wollte nur hingehen und schlagen. Ungefähr zieht's ab. What the fuck, warum musst du zum Schaden das Vieh? Du musst hier. Du musst da hingehen. Da wo ich jetzt bin. Hinten, von hinten treffen. Ah, okay. Ich glaube, das ist eh irrelevant, weil ich ihn gleich wieder mit meiner Magie so kaputt machen werde. Weil wir so überlevelt sind. Er hat noch nicht mal seinen Platz verlassen. Aber trotzdem schaffst du es, sich töten zu lassen. Reicht. Okay, er ist schon tot. Okay, ich wollte eine Fernkampf von nehmen. Ich kann mir nicht rankommen, Schaden kriegt das doch für den Arsch. Naja. Er war ja ziemlich harmlos eigentlich. Naja, fast Hälfte weg von mir, obwohl über Hälfte weg. Und alle anderen irgendwie fast gar nichts. Und weiter geht's. So. Ja, wenn HP weg sind. Bumerang-Orb erhalten. Yay. Wie viel Orbs brauchen wir, bis wir alle haben? Von jeder Waffe 9. Das heißt, es gibt 8 und dann noch 9. Das heißt 8, 99. Das bedeutet 9 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 9 sind für gewöhnlich 72. Das heißt, wir brauchen 72 Orbs, ja. Hey, ist schon eine... Ach, hier ist der Opfer. Geh schon mal mit deinem Schmetter hoch. Ja, wir gehen einfach über die Pyramide da. Ja, normal. Kraft des Zahns erhalten. Genau, und jetzt sprechen wir noch mit ihm. Das ist der Opa von Minimi. Den sprichst du, okay. Opa! Das ist doch... Bist du es, Minimi? Wer denn sonst? Bist du blind, Opa? Die Truppen des Imperators haben das Siegel des Windsamens gebrochen. Dabei haben sie mich so geblendet, dass das ganze Dorf ist. Ermordet worden? Fuck, das war dein Part. Na egal. Nein, sie sind bestimmt geflohen. Hoffentlich, aber ich weiß es nicht. Ach, Opa. Schon gut, Minimi, schon gut. Minimi, was auch geschieht, wir Kobolde sind ein Teil des Manas. Weder der Mana-Drache noch andere Monster können uns etwas anhaben. Allerdings, wenn Mana verschwindet, dann verschwinden auch wir. Keine Sorge, Opa. Meine Freunde und ich werden das regeln. Stimmt, Herr Opa. Herr Opa. Ich würde euch ja gerne helfen, aber ich bin alt und blind. Aber Elektra, die gute Patronin des Windes, wird euch helfen können. Wusch, das ist eine Frau. Ihr ruft, Alter? Diese drei sind jetzt deine Meister. Muss das sein? Elektra schließt sich an. Der Trippieren war ja schnell. Mit Elektras Analysezauber könnt ihr herausfinden, mit welchem Zauberspruch ihr den Orbschalter im Vierjahreszeitenwald verzaubern müsst, um ins Trüffeldorf zu gelangen. Dort soll es einen weißen Drachen geben, der euch hilfreich sein könnte. Da geht jetzt besser. Gut, Opa, wir gehen dann los.
Ihr seid hier immer willkommen, wenn ihr eine Pause braucht. Da, neue Kraft. Mein Spielstand steigt. Speichern. Aber natürlich. Seid vorsichtig. Das Praktische ist, hier kann man, wenn man Mana oder Leben oder beides weg hat, selbst tote Charakter, man braucht ihn einfach ansprechen und dann wird alles aufgefüllt, was leer gehen kann. Das ist ziemlich praktisch. Und da wir jetzt einen neuen Patron haben, den wir auch ziemlich zeitnah brauchen werden, machen wir hier schon mal vorerst einen kleinen Schnitt. Und da sind wir auch schon wieder. Schön die Zauber gelevelt, Schwert gelevelt. Richtig. Und wir putzen nur vom Level ab. Oder hier. Oh, 7200, ja. Haben ein bisschen was geschafft. Immerhin. Es ist schon nicht wenig. Also wir haben jetzt schon extrem viel. Wo müssten wir jetzt hin? Wir müssen jetzt nach unten. Durch den Wald. Mhm. Nicht ab durch die Mitte, ab durch den Wald. Pass auf die Viecher auf, weiß ja, die ziehen relativ viel ab. Einfach weiter, nicht dran aufhalten. Oh. Nee, nee. Die töten, die waren gerade so schön. Ach, wir haben genug gelevelt, das ist eigentlich unnötig. Auch wieder. So, ich glaube. Ach, das wäre der Schalter. Das ist ein Orbschalter. Man muss wissen, wodurch der betätigt wird. Ich meine, du sollst mit Analyse machen. Ich mach's einfach mal auf Risiko. Ha, und habe gewonnen. Ja gut, raten kann man auch. Lass dich bitte nicht von dem beißen. Der zieht extrem viel ab, dieses Viech. Und es lässt sich scheiße treffen. Einfach durch. Egal. Ach, jetzt hast du ihn tot gemacht. Okay. Immerhin 100 Erfahrungen mehr. So, was immer noch nicht? So. Ninja Kauz. Oh. Einfach durch. Egal. Hauptsache nicht treffen lassen. Tot. Ich würde gerne Viecher. Ja, ich weiß. Und ich mag Drohnen. Und ich mag dieses Viech nicht. So. Ging's hier nicht nach oben? Oh nein. Oh, genau, und da noch in der Nähe. Am besten jetzt noch One hin. Komm, verpiss dich davon. Ist das denn zu glauben? Trefft dieses Ding. So, die Kobold ist in Sicherheit. Da aber die Kobold auch gleich. Kobold auch nicht ganz. Einfach nicht dran interessieren. So, tot. Jetzt kriegen wir wieder einiges an Erfahrung mehr. So, einfach nach oben gehen. Oh, ich dachte, das Viech. Einfach so mal schlagen. Durch. Warum? Das ist so unfair. Warum bin ich schon wieder von meiner Bewusstlosigkeit weg? Ja, einfach nach oben. Und du bist direkt durch den Baum gelaufen. Ja, ich kann. Ich kann es halt. Ich habe den Skill Baumverschmelzung. Ja. So, einfach wegschieben und gut. Dafür haben wir ja diesen Ballonkette-Zauber. An der Waffe. So. Ich werde jetzt mal eben die Axt nehmen. Aus Präventivmaßnahmen. Denn wir müssen hier durch. Und das geht. Guck mal, wie ich ihn gerade kuschel. Eigentlich sind die nicht zum Kuscheln, aber gut. Wenn du magst. So. Und ja, wir sind im Trüffeldorf. Reden wir mal mit denen hier. Nein, das sind. Gerade die Erklärung. Keine Panik, wir sind harmlose Pilzköpfe. Egal, trotzdem tot. Töten! So. König Pfifferling kann euch sicher helfen. Der hier? Nein, das ist nicht König Pfifferling. Eckernpilt ist Pildsprache und bedeutet, ich liebe dich. Eckernpilt. Ja, es ist lustig, denn Eckernpilt, Ausrufezeichen bedeutet, ich liebe dich. Nee, der sagt's nicht. Jetzt pass mal auf. Das ist nämlich sehr interessant, diese Feststellung. Eckernpilt, Fragezeichen, ist Pilzsprache und bedeutet, hast du mal eine Mark? Ja, ach, der kleine, aber feine Unterschied. Ja, das Spiel wurde noch zu Zeiten der Mark programmiert. Beziehungsweise übersetzt. Das stimmt auch wieder. Das hat ja nichts mit der Mark zu tun gehabt. Berti? Oh, ihr seid's. Oh, wir haben über 130k, das ist schön. So. Das war es auch schon, was wir machen können. Richtig. Und das reicht ja auch. So, gehen wir zum Pilzkönig. Hallo, du bist der Mana-Held, oder? Pfifferling, ich habe auch schon von dir gehört. Und auch wir haben hier Legenden. Ja. Auf dem Rücken des Drachens, das Schwert in der Hand, ich weiß es. Rettet der Held das Mana-Land. Das Mana-Land.
Oh, seltsam. Es ist ja so, wie ich es gesagt habe. Hm. Gut. Du bist der Held, von dem dieses Land erzählt. Dieses Lied erzählt, ganz sicher. Gerade gestern sah jemand einen weißen Drachen, der mit einem Nattar kämpfte. Nehmt den Ausgang rechts im Erdgeschoss, um zu den Drachen zu kommen. Palast, ich weiß, wo der ist. Doch findet erst den Drachen in der Höhle. Danach erzähle ich euch, wie ihr zum Palast kommt. Oh, und noch etwas. Oben habe ich etwas für euch. Okay, ja, irgendwas haben, irgendwas kriegen, für umsonst immer gut. Er ist sehr nett, denn wir kriegen was ziemlich Schönes jetzt. Nämlich, du wirst dich freuen. Schwert? Nein, Schwert. Nein, echt ein Sperrhorb? Seit wann kriegen wir... Ach nein, wir kriegen dort nicht das Schwerdorf. Genau. Die Natter ist doof. Ja. Ja, von der Natter kriegen wir ein Schwerdorf. So, jetzt können wir es gleich auch wieder verbessern. Jetzt haben wir unter 130k. Wieder kehren sie nur voll. Ja? Ohoho, warum denn? Mit irgendwas anderes Kobold nimmt. Zum Beispiel nicht das Schwert. So, ja.